Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia und herzlich willkommen zurück zum Taste-Test. Heute Oreo, aber die vergoldeten, goldenen Oreo. Ich weiß nicht, ob die neu sind, aber ich habe die noch nie gesehen und die werden jetzt probiert. Wisst ihr, ich bin so reich geworden. Ich habe mir jetzt die Oreos einfach vergoldet. Ja. Das ist so eine Anfertigung für euer Girl Cecilia, weil ich habe mir die einfach vergolden lassen. Ist einfach so. So reich bin ich. Und was war mein erster Gedanke? Ach, Oreo. Die hast du in der Kindheit sehr gerne gegessen, zu MMO-Zeiten. Dann vergoldest du dir die mal. Spaß beiseite. Das mit der MMO-Zeit stimmt, aber ich habe sehr viel Oreos zu den Guild Wars-Zeit damals gegessen. Also das ist jetzt nicht gelogen. Gott, sehen die golden aus? Eigentlich nicht, oder? Richtig golden sehen die nicht aus. Naja, geht so, ne? Könnte man so als Münze für einen antiken Piratenschatz sehen. Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Ich daran rieche, riecht das nach so einem staubtrockenen, langweiligen, normalen Keks. Wie man hier auch im Hintergrund sieht. Das Coole bei Oreo ist ja wirklich dieser dunkle Keks. Nicht die Füllung. Ich finde, der dunkle Keks das A und O. Und wenn der jetzt fehlt, naja. Ich weiß nicht, ob das dann noch diesen Oreo-Charme hat. Aber das werde ich jetzt ausprobieren und ich bin echt gespannt auf die goldenen Oreos. Also wir hatten ja schon Oreo Lady Gaga Edition, da hat ja kaum anders geschmeckt als das normale. Und ich hatte recht. Diese Oreos sind nicht so toll. Ich kann euch sagen, so wie die riechen, so schmecken die auch. So ein stinklangweiliger normaler Butterkeks. Kind of, zumindest schmeckt es so. Mit der typischen Oreo-Füllung. Ein ganz normaler, stinknormaler, langweiliger Keks mit der typischen Oreo-Füllung. Braucht man das? Nicht wirklich. Ich würde immer zum Original greifen. Ich kann mir eher so vorstellen, dass es jetzt, das klingt fies, aber so Oreo für ältere Leute. So die immer so die typischen normalen Kekse kaufen, nichts Neues ausprobieren wollen. Für die ist das vielleicht ganz cool, weil das so einen typischen Oldschool-Keks-Twist mit Oreo halt drin, mit der Oreo-Creme. Naja. Ich muss sagen, ich bin nicht wirklich begeistert davon. Echt nicht. Die werde ich mir nicht nochmal kaufen. Kann man aber essen, ne? Also es schmeckt jetzt nicht schlecht, aber wenn man es mit dem Original Oreo vergleicht, ist das einfach minderwertig dagegen. Oreo Gold ist minderwertig gegenüber den normalen Oreos, die einfach so unique sind mit dieser dunklen, wunderschönen Keksumrandung. Ich liebe das. Es schmeckt so einzigartig und es schmeckt so langweilig. Mann, 6 von 10 Punkten. Darf erstmal ein bisschen Frust essen hier. So langweilig.
Ich habe mir hier eigentlich einen coolen Twist vorgestellt. Steht ja auch nicht wirklich drauf, was es darstellen soll. Oreo grün. Aber ich habe echt gedacht, es ist so ein Oreo-Keks mit einer zitrischen Füllung oder so. Was so gelb-goldmäßig ist. Das hätte sich doch angeboten. So einen frischeren, sommerlichen Oreo. Das habe ich mir darunter vorgestellt. Stattdessen ist ein langweiliger, normaler, stinknormaler Keks mit der typischen Oreo-Füllung. Wow. Hat das Rad neu erfunden. Nicht. Oreo, die langweilige Version. So könnte man es auch nennen. Deswegen 6 von 10 Punkten. Schmeckt ja trotzdem, aber warum sollte man nicht dann lieber Geld für die normalen Oreos ausgeben, die so ikonisch mittlerweile sind und so unique und toll schmecken? Nee, kann ich nicht verstehen. Falls ihr die Oreo Golden kennt oder andere Oreos, schreibt es gerne unten in den Kommentaren und auch, was euer Favorit ist. Findet ihr die genauso langweilig wie ich? Oder sagt ihr, nee, Cecil, du hast keine Ahnung, Oreo Golden, das ist der Shit überhaupt. Diese alten, traditionellen, langweiligen Kekse sind wieder voll im Trend und du bist ja gar nicht auf dem aktuellen Stand. Vielleicht sagt ihr das, ich weiß es nicht. Mein Fall ist es jedoch nicht. Gut, ihr Lieben, jetzt mal wirklich. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten bis zum nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecil. Ciao! Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!